Hey Hero Maniacs, ich begrüße euch zurück zu Let's Play MLB 15, The Show, Road to the Show. Und wir wollen heute damit anfangen, bevor wir ins nächste Spiel reinspringen, dass wir erstmal ein paar Trainingspunkte investieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn wir haben mittlerweile 572. Und ja, jetzt ist die Frage, wo wollen wir was reinstecken? Ich denke, wir werden ein paar Punkte in Plate Vision reinstecken. Ihr seht übrigens unten immer die Erklärung, was wofür ist. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Einfach wichtig, wie gut sehen wir den Ball. Ja, ich finde natürlich auch immer noch wichtig, Power reinzupacken. Tja, packen wir hier auch nochmal überall einen Punkt rein. Das sind natürlich die Sachen, die richtig kosten. Packen wir überall einen Punkt rein. Damit kann man ganz gut... Warum steht denn da plus zwei, wenn ich einen Punkt sage? Na gut, was haben wir noch? Das ist schon alles, was wir beim Betting gesagt haben. Wir haben natürlich die Möglichkeit, auch unsere Fielding-Abilities was reinzupacken. Also wir könnten unsere Geschwindigkeit zum Beispiel erhöhen. Das ist momentan nicht so sonderlich teuer. Da können wir ein paar Punkte reinstecken. Wir können in Stil mal ein bisschen was reinschicken. Wir wollen ja auch ein sehr rounded Player sein, also der irgendwie alles beherrscht. Auf der anderen Seite, ich will nicht zu viel Punkte in Fielding reinstecken. Da ist mir erstmal das Betting an sich deutlich wichtiger. Packen wir ein bisschen was in Plate-Disziplin rein und dann stecke ich hier nochmal ein, zwei. So, ich schlage eh viel mit Contact-Swings. Okay, gut. Jetzt gucken wir mal, unser Overall steigert das, glaube ich, um zwei, wenn ich das richtig sehe. So, unser Overall geht von 55 auf 57 hoch, das ist ganz angenehm. Wir können nochmal ganz kurz gucken, ob sich hier irgendwas, wo wir momentan stehen... Ja, momentan so ein bisschen. Warum stehen wir am Ende der Tabelle? Das verstehe ich ja mal gar nicht. Das verstehe ich gerade wirklich relativ wenig, denn wir haben jetzt, glaube ich, zwei Matches in Folge gewonnen. Na gut, wir werden, wie schon angekündigt, jetzt zum nächsten Spiel springen. Und nachdem wir beim letzten Mal ja gegen die Fighting Phils gespielt haben, wäre jetzt die nächste Serie wieder gegen hier die Jungs aus Bowinkel. Keine Ahnung, ihr wisst, Bow, das waren die ersten, die wir hier oben schon mal bekämpft haben. Und ja, wie gesagt, wir werden keine Spiele, keine Rückspielserien sozusagen machen. Das heißt, wir springen zur nächsten Serie und das ist die NBR-Serie gegen die New Britain Rockcats. Und dann würde ich sagen, wir springen einfach mal direkt rein zum Spiel und schauen mal, wie es heute läuft. Ich habe es übrigens noch nicht geschafft. Das fällt mir gerade ein, den Kommentator wieder zu aktivieren. Ich muss den ja immer zwischenspielen oder wenn ich aufs Spielfeld gehe, deaktiviere ich den meistens, dass man ihn nicht doof im Hintergrund hört. Aber wenn wir uns mal die Ränge anschauen, es scheint jetzt nicht gerade so der Verkaufsschlager zu sein, ne? Hier. Also, da muss man ganz ehrlich sein, die Ränge sind ziemlich frei in dem Stadion. Wahrscheinlich ist wieder ein Zirkus irgendwo nebenan. Ja, aber zumindest fielding-mäßig klappt das. Gucken, das erste Out haben sie. Mal gucken, dass wir natürlich mitarbeiten können, um die möglichst schnell zu eliminieren. Dann selber schöne Bälle ins Feld schlagen, immer ganz wichtig. Zack. Warum haben wir eigentlich Nummer 16? Hatten wir nicht Nummer 7 ausgewählt? Haben die uns eine andere Nummer gegeben? Sind wir irgendwie abgestiegen? Der Van Hero ist die 7 nicht mehr wert. Die hat früher der Kalli getragen. So, hier sehen wir, wir haben einen Läufer vor uns. Ich könnte mich natürlich in so einem Moment auch immer zur Base bewegen. Oh, schön. Schön. Schönes Double Play. Schönes Double Play. Das läuft gut gerade. Das läuft sehr gut. Hier noch keiner an Punkt. Und jetzt mal gucken, dass wir das ein bisschen ändern. Wir haben einen auf der First Base. Mal gucken, wie der wirft. Ich schlage den ersten erstmal nicht, außer der kommt sehr gut. Und der kommt sehr gut. Der kommt sehr, sehr gut. Laufe ich nach? Laufe ich nach? Ich laufe weiter, ich laufe weiter, ich laufe weiter. Oh, das wird so knapp, das wird so knapp. Puh. Hat er den RBI geschafft oder ist er raus? Ich glaube, er hat es geschafft. Oh ja, der hat einen RBI geholt. Und das nenne ich einen Einstand. Das nenne ich einen verfickt guten Einstand in diesem Match. Direkt mal loslegen, zwei Bases erlaufen und dafür sorgen, dass der eine Kollege, der vorher auf der, ich glaube, Second Base stand, oder war auf First Base, auf jeden Fall ein RBI holt. Also ein Run batted in. Ich kann das nochmal, wir können mal ganz kurz gucken, wo der stand. Ich mal kurz anschauen, wo stand der? Auf der First Base stand der sogar. Umso erstaunlicher. Also der scheint ein ganzes Stück flotter zu sein als ich. Wenn ihr euch das mal anguckt, weil ich laufe ja in der Zeit... Warum ist der denn so... Oder der mehr Eier hat der gehabt.
Der hat einfach mehr Eier gehabt, während ich hier schon gestoppt habe. Das ist natürlich echt krass. Aber der muss, der, wie schnell der ist. Guck mal, ich komme gerade mal hier an der Base an und der ist schon auf der Hälfte von der nächsten. Also, und dann so ein, boah, so ein ganz knappes Ding. Guck dir das mal an. Oh, da zieht er gerade die Hand zurück und wir sehen das. Die Hand ist natürlich noch nicht dran an der Plate. Das heißt, rutscht rein und ja, holt sich das Ding. Holt sich das Ding, Freunde. Sehr schön. So sollte es laufen. Oh, nein, 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 nein. Damn it. Scheißdreck. Scheißdreck. Ich hätte an der Base stehen bleiben sollen. Ich hätte an der Base bleiben sollen. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, was jetzt passiert ist. Ich zeige euch das mal ganz kurz. So, wir sehen. Ich dachte natürlich erstmal, oder was ich gesehen habe in dem Moment, war das hier. Zack. Ich habe gehört, der wurde gut getroffen, der fliegt gut ins Feld. In dem Moment laufe ich los und was natürlich jetzt passiert ist, wo ich nicht drauf geachtet habe, in dem Moment wurde es mir klar, dass er ihn hier aufnimmt. Das heißt, ich komme hier schon mal nicht durch und er muss mich natürlich nur mit dem Ball berühren. Das Ding ist gelaufen. Das heißt, wenn ich zur Base zurückgekommen wäre, wäre irgendwie noch alles gut gewesen. Aber ihr seht, berührt mich und ja, dann bin ich out. Schade, 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 schade. Mensch, hätte so spannend werden können. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen vor ihm weglaufen können. Ja, bisschen spät. Bisschen spät. So, und dann kommen wir heute zu einer Sache und ich hoffe, ihr seid noch dran. Also das heißt, diejenigen, die das Video nach 3 Minuten ausmachen, die haben heute ein bisschen Pech, denn ich wollte euch heute zum ersten Mal die Möglichkeit geben, dass ihr entscheiden dürft heute. Und wahrscheinlich werde ich es im nächsten Video auch nochmal erwähnen, einfach damit es alle mitkriegen. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit zu bestimmen, dass wir die Position wechseln können. Oh, ja, der war ein bisschen hoch. Da kam ich nicht dran. Und genau diese Möglichkeit möchte ich euch geben. Das heißt, ihr dürft jetzt bestimmen, sollen wir auf der First Base bleiben oder sollen wir von der First Base wegwechseln zu einer anderen Position. Zum Beispiel Second Base, Shortstop. Ich weiß nicht, inwiefern wir wirklich die neue Position bestimmen können. Es gibt die Möglichkeit, im Interaktionsmenü dem Manager zu sagen, wir sind mit der aktuellen Position nicht zufrieden und wir möchten wechseln. Ob der dann bestimmt, wo wir hinkommen oder ob wir das selber bestimmen. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Warum werfe ich denn da hinten hin? Ich weiß, warum ich da hinten hingeworfen habe, weil ich die X-Taste gedrückt hatte. Das war natürlich extrem doof. Was habe ich denn da gemacht? Warum habe ich den denn da hingeworfen? Ich meine, ich habe den ja, Reaktion war ja super. Ich hatte den nur zur First Base. Da ist ja sogar der eine aufgerückt. Ich glaube, der Pitcher war das. Das war natürlich, was habe ich denn hier für eine Scheiße gemacht? Das passierte, glaube ich, weil ich dachte, mit X werfe ich mich hin und hole den Ball. Und hatte den X noch eingespeichert. Wir sehen das hier. Ich laufe hier, der Pitcher sofort läuft los, um natürlich hier zu sein. Das heißt, hätte ich dem Pitcher das Ding zugeworfen und nicht hier hinten irgendwo hingeworfen, hätten wir hier den schon eliminieren können. Ja, mein Fehler. Steuerungserror. Steuerungserror meinerseits. Also wie gesagt, ihr dürft bestimmen. Sollen wir an der First Base bleiben? Was sind die Vorteile, wenn wir an der First Base bleiben? Ich glaube, das ist ganz einfach. Wir cashen eigentlich relativ einfach XP ab. In der Regel, wenn wir jedes Mal, wenn wir jemanden raushauen, sind das 5 Erfahrungspunkte. Das ist tatsächlich eine relativ einfache Art, Erfahrungspunkte zu machen. Auf der anderen Seite, es ist natürlich keine super spannende Position. Das heißt, momentan zumindest noch nicht. Wir stehen meistens hier, wir sind im Grunde genommen entweder der erste Anwurfpunkt oder der zweite Anwurfpunkt, um jemanden rauszuholen. Das heißt, wir hauen in den seltensten Fällen mal wirklich leiten Double Play ein oder sowas, was wir halt Shortstop gemacht haben. Das heißt, ihr habt die Wahl. Wollen wir hier an der First Base bleiben oder sollen wir einen Wechsel dahingehend anfordern? Geht in die Kommentare, postet's. Ich werde mir das angucken. Ich werde es in der nächsten Folge aber auch nochmal ansprechen. Wie gesagt, weil ich will es an den Anfang der Folge packen, weil ich möchte natürlich von möglichst vielen Zuschauern die Meinung einfach hören. In so einem Fall. Ja, zum Glück ging der out. Viel zu früh geschlagen an der Stelle. Übrigens, mich hat mal jemand gefragt, ob das hier die Schläge sind, die ich zur Verfügung habe. Nein, das, was ihr da mit X, Kreis, Dreieck seht, das sind die Würfe des Pitchers.
Ah, der war gut, aber das sind die Würfe des Pitchers, denn ich kann ja dieses Guess-Pitching machen, wo ich, das haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, also ich kann ja sozusagen bestimmen, ich kann raten, wohin er wirft. Und da kann ich den Wurf bestimmen und ich kann die Richtung bestimmen, wenn ich beides richtig errate, also hier, das zum Beispiel, ich rate jetzt, er wirft nach unten, wenn das richtig ist, dann wird mir das einen Bonus auf meine Stärke zum Beispiel geben. Und wenn man beide Sachen richtig rät, also das heißt sowohl die Richtung wie auch den Wurf, dann kriegt man halt einen deutlichen Boost auf seine Stats. Ach, der mit so einem Wobei, der war sogar in der Hitbox drin, also da musste ich nachschlagen, aber ja, ein Strikeout ist natürlich nie ganz so schön. Aber gut, da haben selbst die Profis in der echten MLB ihre Probleme mit. Was ist Probleme? Das passiert halt einfach mal. Strikeout ist nicht mal unbedingt was Schlimmes, es ist fürs Team nicht toll, aber es ist jetzt auch nichts, was nicht einem Parker Posey passieren würde. Sehr schön. So, wir sehen also das jetzt hier, was ich gerade meine. Wir stehen eigentlich nur, kriegen den Ball und ja, holen uns dafür mal 5 leichte Erfahrungspunkte. Also, das ist natürlich das Angenehme. Gerade als Anfänger ist das eine sehr vergebene Position, würde ich fast sagen, die First Base, wenn wir hier bleiben. Also, ich glaube, es ist eine Position, wo wir uns schnell beliebt machen können. Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, ihr seht es ja selber, es passiert selten, dass wir uns mal einen Ball hinterherhechten müssen, was auf der... was auf der Second Base wahrscheinlich deutlich häufiger passiert. Das war natürlich jetzt sehr schön, wie der Ball mir einfach mal so durch die Finger geglitten ist, obwohl er eigentlich schon sicher im Hafen angekommen ist. Wir sehen das hier, der tickt auf, zack, geht durch und landet unten in der Box, ist also out of play. So, wir treten einen Schlag mal. Ja, der wirft gerne zur Seite. Das heißt, wir raten nochmal, dass er dahin wirft. Diesmal macht das nicht. Aua, ist aber schön. Da bleiben wir an der First stehen. Und der Kollege steht natürlich an der Second. Da lohnt sich natürlich nicht weiter zu gehen, sonst laufen wir nämlich auf. Ich meine, ich habe einen Auflauf ab und an ganz gerne, so schön überbacken mit Käse, aber im Baseball ist das nicht ganz so was Angenehmes. So. Jetzt hoffen wir natürlich, dass unser Schlagmann hier einigermaßen gute Arbeit leistet. Ich meine, wir sehen 2 Bases im Beladen. Das wäre relativ wichtig, dass der das Ding irgendwie ins Feld kriegt, dass wir weiterlaufen können, dass wir hier was rausholen können. Ja, sieht da momentan nicht so toll aus, auch wenn der Pitcher eher die 2 Fehler hat. Also ein Strike geht momentan noch. 3 Fehler beim Pitcher, also ist nicht der beste Mann hier, der wirft. Aber gut, kein Wunder, dass die Ränge nicht gefüllt sind. Tja, 2. Strike. Second Strike. Oh, Strikeout. Tja, dann in so einem Fall bringt natürlich die ganze Laufarbeit nichts, aber ich meine, wenn ich gerade schon bemängelt habe, dass nicht jeder Angriff gut sein kann, dann sollte ich das bei anderen vielleicht auch nicht so niederreden. Denn die haben natürlich das gleiche Recht, scheiße zu spielen und deren Stats sind auch nicht unbedingt besser als meine und dazu kommt noch, dass die KI sind und ja, KI in Sportspielen, ne? Manchmal doof wie Brot. Manchmal doof wie Brot. Aber es war schon sowas, wo wir uns 13, also in der 13er Reihe rumärgern mussten teilweise, dass man häufig sehr lang steht, dass meistens erst die Sache dann kritisch wird bei der KI, wenn so eine Situation da ist, dass 2 Strikes da sind oder dass 3 Fehler da sind, dass man bis dahin einfach steht und fast den Controller aus der Hand legen kann. Aber da würde ich mir wünschen, dass ein bisschen mehr Variation drin wäre, dass auch wirklich... Oh, schön. Oh, der ich weiter... Weißt du was? Da laufe ich weiter. Da laufe ich noch. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich mal stehen bleibe. Oder kurzzeitig sogar stehen geblieben. Nicht nur überlegt, sondern einfach mal stehen geblieben. Ja, schön geschlagen an der Stelle. Schön ins Feld gegangen. Hätte ich das vorher gesehen, hätte ich wahrscheinlich sogar den kompletten Run machen können. Wenn ich da nicht so doof stehen geblieben wäre. Aber jetzt müssen wir natürlich echt hoffen, dass der... Jetzt müssen wir natürlich wirklich hoffen, dass hier kein Strikeout kommt. Wir sind jetzt so nah dran, diesen Lauf nach Hause zu bringen. Es wäre einfach schön und wichtig.
Aber dafür darf natürlich unser momentaner Better, der zum Runner wird, kein Out kriegen. Also ist immer sehr tricky, wenn du zwei Outs auf der Uhr schon hast. Das dritte kommt so schnell, da kannst du manchmal machen, was du möchtest. Aber das ist natürlich jetzt eine sehr schöne Situation, wenn er noch einen Fehlball wirft. Ich hoffe, er tut's, dann kriegen wir den Run auch so rein. Oh, macht er. Ah, doch nicht. Strike, oh. Okay, laut meinen Augen war das, ja, der wird aus der Luft geholt, denke ich. Yep. Naja. Oh, nee, ich wollte gerade sagen, der wurde ja aus der Luft geholt. Wir hatten ja schon zwei Outs, der zählt nicht. Aber zumindest haben wir viele Pluspunkte bekommen. Der sieht auch aus wie ich. Warum sehen die alle aus wie ich? Ist das hier so ein Standard-Archetyp? Ich habe so lange an dem Charakter rumgefummelt, bis der endlich mal fertig war. Und jetzt sehen die alle aus wie ich. Das gibt's doch nicht. Haben die eine Klonmaschine entwickelt? Sonny Van Hero Klonfabrik? Na gut, wenn wir bedenken, dass Sonny Van Hero in der MLB war, schon mal vorher, dass er Football gespielt hat, dass er kurzzeitig, glaube ich, ach, so viele Sportarten schon gespielt hat. Das ist unser ultimativer Archetyp. Irgendwo muss es eine Klonfabrik geben. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ja, komm. Oh, das ist aber sehr abenteuerlich geworfen, möchte man fast sagen. Aber gut. So, ich bewege mich ein bisschen nach hier. Manchmal, ich habe so ein Feeling, dass der vielleicht einigermaßen gut kommen. Ah, doch nicht. Ah, komm, wäre fair. Zack. Sehr schön. Ja, wie gesagt, einfache XP, die man abfarmt auf der First Base momentan. So, Jim Elliott, der wieder aussieht wie wir als Pinch-Hitter, wird hier eingesetzt. Das ist jemand, der für diesen einen Hit quasi reinkommt. So, wir gucken mal. First Base ist beladen. Der wirft gerne mittig, der Kerl. Da kann ich doch mit Sicherheit was draus machen. Schade, zu früh geschlagen. Der kam nämlich sehr, sehr gut. Also der kam tatsächlich sehr gut. Und der ging Richtung Mond eher. Ja komm, gib mir was Schönes. Gib mir mal, wo ich arbeiten kann. Ah, schade. Das ist natürlich immer schlecht. Jetzt haben wir schon zwei Strikes auf der hohen Kante. So, dann swing ich for fences. Ich wollte gerade sagen. Tief. Wir wissen ja, der Pitcher hier, der macht viele Fehler. Ah, nicht gut. Ich müsste aber safe sein. Ich müsste zumindest safe sein. Knappe Sache. Sehr, sehr knappe Sache. Ja, gut, das ist natürlich so eine Rücken-zur-Wand-Situation. Wenn du eh schon zwei Strikes hast. Und das ist natürlich jetzt hier sehr tricky, was wir jetzt für eine Situation haben, denn wir sehen, deren Mann steht an der First Base. Wir haben zwei Outs. Das heißt, der müsste sich jetzt nur. Ah, ich denke, es gibt das nächste Out, ja. Ja, nicht unser Fehler. Aber der hätte natürlich sich jetzt nur einmal umdrehen müssen, zur First Base werfen müssen. Dann in dem Moment muss ich natürlich reagieren, zurückrutschen oder wir hätten das Out auch so kassiert. Immer so ein bisschen tricky. So, mal gucken. Schade, wir haben nicht mehr einen Schlag mal. Das neunte Inning. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie noch so viel tut, ob wir nochmal aufs Feld kommen. Ich vermute fast nicht, weil jetzt Pinch-Hitter eingesetzt werden. Ja, zumindest Defensivarbeit ist spitze heute. Ja, nee, das war's. Das Match ist vorbei. Schade, wir wurden nicht nochmal eingesetzt. Ich glaube, es war ein ganzes Stück besser als das letzte Spiel. Wobei das letzte Spiel war auch nicht so wirklich schlecht, aber ich denke, damit kann man ganz gut leben, was wir heute als Leistung gezeigt haben. Und ja, es liegt so ein bisschen an euch. Geht in die Kommentare, geht in die Kommentare und postet. Positionswechsel, kein Positionswechsel. Her mit eurer Meinung.